Ja, Leute, freut euch jetzt noch auf einen sensationellen Live-Act. Heute ist er da. Er ist heiß begehrt. Wir haben ihn bekommen. Killismo. Dankeschön, Dankeschön. Es ist wundervoll, hier zu sein. Mein Name ist Killismo, aber noch viel wichtiger, als ob ich da bin, ist, dass ihr alle da seid. Bitte einen Applaus für euch selbst. Dankeschön. Und ich war jetzt schon in Leipzig und ich war in Berlin und ich war schon in Wien und ich werde auch noch in viele andere Städte fahren und sage jetzt hier zu Beginn das Gleiche, was ich auch auf jeder anderen Mahnwache gesagt habe. Ich distanziere mich von jeglichem rechtsextremen oder faschistoidem oder antisemitischem Gedankengut. Damit habe ich nichts zu tun. Ich bin von keiner Organisation, ich bin von keiner Gruppe, ich bin von keiner Partei, ich komme aus keiner Schublade. Die einzige Schublade, aus der ich komme, ist einer von 7 Milliarden Menschen, die Frieden wollen. Dankeschön. Und was ich gerade wundervoll finde bei dieser ganzen Bewegung ist, dass jetzt langsam, Achtung, bitteschön, einen Applaus bitte. Wundervoll. Nächste Woche ist sie auch hier, bestimmt. Dass jetzt langsam ein Umdenken kommt. Am Anfang waren sehr, sehr viele sehr kritisch, was diese Bewegung angeht, von wegen Neurechts. Sehr, sehr viele linke oder auch linksextreme Gruppen waren alle sehr kritisch. Und jetzt beginnt das Umdenken. Jetzt erst gestern, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, eine ganz lange Liste von linken Politikern, von Antifa-Leuten, von Attac-Leuten, die sich alle solidarisieren und alle sagen, wir dürfen diese Montagsdemos nicht dämonisieren, sondern wir müssen ihnen eine zweite Chance geben. Wir müssen sozusagen uns allen eine Chance geben. Deswegen lade ich jeden ein, kommt vorbei und schaut euch an, was wir haben. Wir stehen hier für den Frieden. Und obwohl aus den Medien noch immer ganz, ganz viel Kritisches kommt, auch nicht nur über mich, sondern generell über alle Mahnwachen, überall, gibt es auch dort ein Umdenken. Weil natürlich zum Beispiel hat das Vice Magazine kritische Artikel geschrieben, aber wie mir zu Ohren gekommen ist, ist heute wieder jemand vom Vice Magazine da. Das heißt, sie wollen sich das ein zweites Mal anschauen. Die wollen nochmal sehen, was hier vorgeht. Und heute werden wir ihnen zeigen, was wir sind. Eine Friedensmahnwache! Wundervoll. Und worum es geht, ist eben der Frieden. Und so heißt auch, zufällige Überleitung, schon mein erster Song, der heißt Peace, meine Damen und Herren. Let's go. Später brauche ich dann eure Unterstützung, aber achtet auf den Text. Guten Abend, ich bin bloß ein Mensch. Ich spreche für niemanden, nur mich selbst. Ich hab mich weltweit in die Sendestation gehackt. Und diese Botschaft sende ich so raus in die große Welt. Und ich muss mich beeilen, noch bevor man mir den Ton abstellt. Dafür gibt es bloß ein Jetzt, nie ein Später. Was, wenn mich mein Kind mal fragt, warum ich es nicht gesehen hab? Aber Papa, das sagt sogar dein Geschichtelehrer. In deiner Zeit begingen Menschen ein paar Riesenfehler. Doch dann will ich mich nicht in Ausreden flüchten. Und das ist der Grund, warum wir endlich aufstehen müssen, dem ins Auge sehen müssen. Es rettet uns kein großer Held. Die Helden sind wir selbst, die Revolution ist jetzt. Peace! Dafür red ich, dafür steh ich. Peace! Keine Forderung, das lebe ich. Peace, denn egal was kommt, ich zieh ganz bestimmt nicht in den Krieg, weil ich nie auf meine Brüder oder Schwestern ziel. Kommt schon und schreit alle mit mir gemeinsam. Peace, Peace. Kommt schon alle und schreit noch mal bisschen lauter. Peace, Peace. Während Tausende da draußen kämpfen, um ihren Willen auszusprechen, hört man aus TV-Palästen nichts, denn sie sind sau beschäftigt, ganz laut die Menschen gegeneinander aufzuhetzen, neue Feindbilder aufzusetzen, kriegerische Hetze dieser installierten Presse. Journalisten helfen ihren Klienten, Krisen anzuzetteln. Die Berichterstattung schwächelt, Geschichte wird vergessen. Wir sind nicht bereit, für eure Kriege Kinder herzuschenken. Wir sind Menschen. Wir sind Schwestern und Brüder und wo Hass uns hinbringen kann, das kennen wir von früher. Gerade wir, gerade hier, wollen nicht, dass das passiert. Und für diese Meinung werden Aktivisten attackiert. Was? Man liest, dass diese Schmierfinke schmieren und sie zielen auf das Wir. Das friedliche agiert, werden diffamiert, pauschalisiert und diskreditiert. Sie nennen freie Meinung Shitstorm. Der Shitstorm seid ihr. Peace! Dafür reden, dafür stehen wir. Peace! Keine Forderung, das leben wir. Peace, denn egal was kommt, wir ziehen ganz bestimmt nicht in den Krieg, weil wir nie auf unsere Brüder oder Schwestern ziehen. Kommt schon und schreit so laut das Parlament und hört Peace,
Peace! Schreit so laut, dass ganz Wien uns hört! Peace! Peace! Und Friede ist nicht rechts, Friede ist nicht links, Friede ist die Stimme in deinem Herzen, in dir drin. Friede ist der Weg, Friede ist der Sinn, Kriege kann man nur verlieren und Frieden nur gewinnen. Peace, und jetzt läuft die Propagandamaschine, wenn Bataillons marschieren, sich an der Front die Panzer formieren. Mit Massenpsychologie aus ihren Gedankenfabriken, wo sie an manipulativen Taktiken schmieden. Sie ziehen auf unser Denken, unterschwellig und umgänglich, um zu lenken, was wir von dem Russen denken. Was für ein Quatsch, Mann, das sind 140 Millionen Leute, gehen auch so wie ich, mit denen ich mehr gemeinsam hab als jenen in der Politik. Keiner will Krieg! Außer Banken, die dann beiden Seiten Scheine leihen, um die Schulden plus Zinsen einzutreiben und Rüstungsindustrien, die an Schüssen gut verdienen. Es zählen nicht Mütter, die laut schrien, sie sind süchtig nach Profit. Und nein, es hat nichts zu tun mit irgendeiner Religion, Nationalität, einem dunklen oder hellen Ton. Jeder, der das denkt, ist wohl, wir sitzen im selben Boot. Viva la Revolution, hebt eure Hände hoch. Peace, dafür reden, dafür stehen wir. Peace, keine Forderung, das leben wir. Peace, egal was kommt, wir ziehen ganz bestimmt nicht in den Krieg, weil wir nie auf unsere Brüder oder Schwestern ziehen. Schreit so laut, dass Washington uns hört. Peace, peace. Schreit so laut, dass man uns bis Moskau hört. Peace, peace. Dankeschön. Dankeschön. Wundervoll. Ihr seid das wundervollste Publikum, das ich heute je erlebt habe. Köstlich.